Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Video. Ich hatte schon ein Unboxing gemacht dazu, aber das ist mir so ein bisschen missglückt. Ich weiß nicht, ob ich das hochlade. Ich werde da wahrscheinlich dann nicht nur ein Unboxing und ein Hardware-Video machen, ich mache einfach ein Video, weil das Unboxing auch ziemlich kurz war. Und zwar, wie ihr in der Videobeschreibung schon gesehen habt, ein Mikrofon. Das ist von 5.9 Technologie. Ich richte euch mal nach unten. Das werden wir auch gleich am PC testen, also das einrichten, und ich werde es euch vorstellen ohne Filter und hast nicht gesehen. So. Wir machen erstmal ein Unboxing ganz in Ruhe, damit ihr seht, was drin ist. Wir haben eine Bedienungsanleitung mit bei, die in Deutsch ist. Wir haben ein Dreibein mit bei. Wir haben das Mikrofon an sich mit bei. Und das war schon, was hier eigentlich mit drin ist im Karton. Mehr ist hier nicht drin, mehr braucht man auch gar nicht. So, Moment. So, und weiter geht's. Ich hatte was vergessen hinzuräumen. Und zwar, wie gesagt, das ist das Mikrofon. Wir haben hier vorne ein Drehrad für Volumen. Das werden wir dann mal testen, ob wir damit unser Mikrofon dann halt lauter und leiser regeln können. Und ob es da Unterschiede ist, wenn man es an der Software macht. Wir haben hier ein, ich hoffe, dass ihr das seht, hier für Mikrofonarm könnte man, also wir haben das jetzt eigentlich für das Dreibein. Das ist halt auch nur ein ganz kleines Dreibein mit ein bisschen Gumminuppel hier unten, das ein bisschen halt vor Bewegung und vor Wackeln geschützt ist. Aber da gefällt mir halt zum Beispiel nicht, dass es ein Plastikwinde ist. Ja, gut, wenn man es drauf hat, bleibt es ja drauf. Lang genug ist es. Find ich ein bisschen schade, dass es ein Plastikwinde ist. Aber wie gesagt, das kommt dann hier ran. Ich werde es euch jetzt nur mal zeigen. So. Aber das ist halt so eine, ich weiß auch nicht, welche Durchmaß diese dicke Schraube hat. Das ist zum Beispiel an meinem Rode dran, an meinem Rode Mikrofonarm ist so eine dicke Schraube dran. Und dann könnte ich das direkt an den Mikrofonarm ranschrauben. Haben wir natürlich dann halt keine Spinne, die irgendwelche Bewegungsgeräusche filtert. Also wenn man auf dem Fußboden aufstampft. Deswegen, ihr könnt das auch hier komplett abschrauben. Das habe ich selber noch nicht getestet, ob es funktioniert. Das werden wir jetzt einfach mal testen. Hier ist dann die Schraube zum Festschrauben. Ich hoffe, ihr seht die. Die ist aus Metall. Hier ist dann halt das Plasteteil. Müssen wir dann doch mal abschrauben. Aufmachen hier den USB-Kabel. Ich habe gedacht, ich komme drum rum, vorm Anbauen das aufzumachen, weil sonst ist jetzt hier so ein Kabelsalat auf dem Tisch. Na. So. Jetzt haben wir das ab. Und jetzt testen wir das einfach mal. Ich habe mir jetzt mal meine alte Spinne hergeholt. Die ist das Ohr von Rode eine. Die war bei meinem Mikrofon mit bei. Also ich habe Mikrofon-Komplettpaket bestellt. Da kann man hier auch einen Popschutz hier vorne ran machen. Aber nichtsdestotrotz, der USB-Kabel passt auf jeden Fall durch. Wir werden das mal gucken, weil da unten ist eine Schraube auch dran. Ne? So. Ob es die gleiche Dicke hat? Ja. Dann kommen wir natürlich an den Regler schlechter ran, das ist, muss euch klar sein. Ne, ich schraube doch. Oder kommt man doch nicht. Nee, kommt fast doch nicht. Oder falsche Richtung?
Also es sah passend aus gerade eben vom Optischen. Na gut, bei dem passt es jetzt nicht. Bei anderen Mikrofonarmen gibt auch welche, Spinnen meine ich, wo die Schraube unten nicht dran ist, wo ein großes Loch ist, wo man es durchsteckt und dann einfach. Aber hier passt es jetzt leider nicht. Das ist schade. Wie machen wir das normale wieder ran? Ich dachte, es klappt vielleicht, aber naja. So, einfach dann hier so und mittig fixieren. Aber wir müssen ja noch die Schraube rauf machen. Moment. Wenn es da nicht vielleicht auch sogar irgendeinen Adapter gibt. Ach, jetzt zeige ich sie falsch rum. Ach. So rum. Das aber halt auch mit dem Dreibein ist jetzt für die halt ganz gut, wenn sie es immer wieder wegräumen. Wenn ihr praktisch Arbeitstisch oder da, wo sie Hausaufgaben machen, halt auch ihr Streamingtisch ist. Kann man das jederzeit mit drei Beinen zusammenklappen, Mikrofon in den Schrank stellen und man hat den Tisch frei und kann Hausaufgaben machen. So. Wieder festgeschraubt. Hält auch gut. Und dann schrauben wir das einfach mal hier auch gleich noch wieder ran. So. Also das Rode, der Rode, die Rode Spinne passt jetzt nicht. Müsste man gucken, ob es in der Anleitung steht und mit welcher Schraube da passen könnte. Und dann hat man das dann praktisch so. Und dann müsste man mal gucken, in welche Richtung man da reinspricht. Jetzt steht ja da Front, Rear. Also Front ist definitiv die Seite. So. Wo? Front ist definitiv die Seite, wo das Mikrofonrädchen dran ist. Ja, und dann kann man den Kabel nach hinten wegmachen. So. Ich werde euch mal ein Stück ranzoomen, dass ich euch das Mikrofon ein bisschen besser zeigen kann. So. Wir haben ja hier ein schönes Drehtchen halt dran zum Laut und Leise machen. Das ist auch Metall. Der Standfuß ist Metall, also nur die Schraube, die hier unten dran ist, um das Dreibein mit dem oberen zu verbinden, ist halt Plastik. Aber wie gesagt, die Schraube, die ja dazwischen ist, die weiß ich hundertprozentig, dass es die gleiche Dicke wie bei meinem Rode. Was ist ja das PSA? PSA 1 oder so. Ich werde euch den Link mal in die Videobeschreibung packen von meiner Mikrofonhalterung. Da passt es, aber da ist mein Mikrofon, mein Rode Podcaster da jetzt dran und das hält endlich. Und da werde ich nichts dran gerade machen. Wir werden jetzt einfach, das so wie ihr das jetzt seht, werden wir uns das gleich beim PC hinstellen. Wir werden gucken, welche. Ich werde auch erst anschließen, wenn ich das Aufnahmeprogramm anhabe. Und dann werden wir uns mal angucken, welche Software und ob die Software gleich erkannt wird und ob da was runtergeladen wird. Wir müssen mal gucken, müssen wir denn hier irgendeine Software runterladen? Online-Registrierung erhalten Sie 90 Tage nach Kauf eine erweiterte Garantie von 2 Jahren. Folgen Sie dem Link. Am Ende der E-Mail-Adresse eine Bestätigung. Bla, Abonnenten. Okay. Also man kann sich nur registrieren und kriegt dann halt eine verlängerte Garantie.
Und soll es anschließen und ja, wo man alles findet, wird hier alles erklärt. Kilohertz wird erklärt. Aber es sieht jetzt nicht aus, dass wir hier irgendeine Software runterladen müssen. Wird alles automatisch erkannt, eingerichtet. Ja. Und das Mikrofon hat 5 Volt, 20 Hertz, 20 Kilohertz. Polarmuster. Unidirektional. Empfindlichkeit 34 Dezibel. 30% bei einem KHZ. Ich habe keine Ahnung. Aber schon mal gut, dass wir nichts runterladen müssen. Gut, dann werden wir das jetzt gleich mal machen. Da wird die Grafik natürlich dann gleich ein bisschen anders aussehen. Ich werde das dann mit dem Capture-Programm gleich alles aufnehmen. Und dann werden wir das anschließen. Ich werde den USB direkt am PC anschließen, also nicht über irgendeinen Hub oder irgendwas dergleichen. Ich schließe ihn vorne an einem USB 3.0 an. Ich habe vorne zwei 3.0 an meinem Tower dran. Und da werde ich ihn anschließen. Ist auch an Bord an einem 3.0 USB-Port angeschlossen, also Geschwindigkeit bleibt, da geht nichts verloren. Da werden wir ihn anschließen und dann gucken, ob er alles runterlädt, ob sich alles einstellen lässt und ob dann alles funktioniert. So, dann sehen wir uns gleich. So, da sind wir jetzt auch am PC. Ich habe eben schon mal aufgenommen, aber ich hatte aus Versehen im Streamlabs OBS ja, den falschen Container aktiviert. Ich hatte ein MKV aufgenommen und mein Bearbeitungsprogramm unterstützt kein, also Camtasia unterstützt kein MKV. Naja, nichtsdestotrotz machen wir es halt nochmal. Also ich habe den Stecker jetzt schon drinne vom USB. Ich habe mir auch schon hier ein Profil erstellt. Hier ist es. Warum habe ich das hier drüben drin? Ich mag das nicht. Also man kann im OBS auch einstellen und Streamers OBS, dass die bekannten Geräte hier sind. Ich zeige euch das mal. Audio. Ja, und da hat man dann halt praktisch die Audiogeräte. Die sind bei mir alle disabled. Weil, ja, das Problem ist, wenn ich das so mache, dass überall das passende Gerät drin ist, dann ist das in jeder Szene drin. In jeder Szene. Das heißt, auch im Pause- und im Startbildschirm und im Endebildschirm. Das heißt, das Mikrofon geht auch da. Müsste ich dann jedes Mal stumm schalten. Ja. Und dann wieder anschalten, wenn es losgeht. Problem ist, ich vergesse das sehr oft. Sehr oft. Eigentlich fast immer. Und deswegen mag ich das nicht. Und deswegen habe ich praktisch in den Pause-, Start- und Ende-Bildschirm wirklich nur das Overlay mit Chat und so was, alles anderes weg. Und da ist auch bei Audiogeräten nur eins drin, weil ich da einen Sound habe, der da mitläuft. Und hier habe ich das dann halt hier drüber geregelt, dass ich mir die Geräte hier drin habe. Und dadurch werden sie hier angezeigt. Ja, und die anderen, ich habe jetzt ein paar Mal mehr eingeblendet, dass ihr seht, was da alles so drin ist. So. Und deswegen habe ich das bei mir so. Finde das halt schöner. Und für mich übersichtlicher und besser einzustellen. Manche sagen, es ist komplizierter. Ich finde es für mich persönlich besser, weil ich sehr vergesslich bin. Ist das für mich die beste Möglichkeit. So, ich habe jetzt schon ein bisschen in der letzten Aufnahme, die ich nicht verwenden kann, rumexperimentiert. Und zwar habe ich einen Rauschfilter drauf auf dem Mikrofon. Ich werde den mal kurzzeitig deaktivieren. Und wir werden jetzt gleich das Rode schalte ich ab und ich schalte dann das USB-Mikrofon ein. Also beziehungsweise das, was hier vor mir ist. So, jetzt haben wir das Mikrofon vor mir hier drin. Also praktisch das hier. Ja, und als Beweis, das ist es. Also ist nicht das Rode. Das Stellrad habe ich ziemlich weit auf der linken Seite, also wirklich nur Mühe hoch. Ganz ein kleines Mühe hoch.
Wir können es natürlich auch dann sehr hoch drehen, dann wird es aber sehr, sehr basslastig. Ich kann dann leiser reden, aber trotzdem ist es sehr basslastig, kratzig. So die Hälfte geht auch noch. Aber ich für meinen Fall, ich finde das eigentlich knapp überan, eigentlich am besten. Knapp überan und regel mir das dann halt hier noch mit dem Pegel hier so ein bisschen ein. Bin dann halt im Gelben, so noch ein Stück runter, so, dass ich so Anfang vom Gelben bin, ab und zu mal vielleicht bis kurz zum Ende. Finde ich, ist eine sehr schöne Qualität. Dann werde ich jetzt mal die Filter aktivieren. Also ein Noise Gate brauche ich jetzt nicht. Das hatte ich nur zum Testen. Aber den Rauschfilter. Seht ihr hier unten? So, jetzt ist der Rauschfilter aus. Und so ein ganz leichtes, geringes Rauschen ist da. Das macht aber nichts. Das ist bei fast jedem Mikrofon so. Ich kann euch mal zum Vergleich die Einstellung von meinem Rode Podcaster zeigen. Das ist aber natürlich ein 200-Euro-Mikrofon. So, da habe ich auch ein Noise Gate an. Die Werte könnt ihr jetzt nicht eins zu eins übernehmen, weil jedes Mikrofon anders ist. Aber ja, Noise Gate mit minus 35 zu minus 28 und die Rauschunterdrückung bei minus 30. Und hier habe ich jetzt bei der Rauschunterdrückung minus 27. Wir können ja mal auf minus 30 machen. Test. Eins. Eins. Ja, geht trotzdem noch schnell an. Weil ich habe herausgefunden, manchmal ist dann das Problem, dass wenn man zu sehr übertreibt, dass es nicht rechtzeitig angeht. Dass man dann praktisch ja sagt, aber ah, nur noch ankommt. Also da müsst ihr ein bisschen aufpassen. Jetzt klopfe ich ein bisschen auf den Tisch. Okay. So, dann zeige ich euch noch was. Ihr könnt, um euch euer Mikrofon anzuhören, könnt ihr euer Kopfhörer nehmen, um mal reinzuhören. Ist jetzt natürlich kein Vergleich zu dem, was wir jetzt hier einstellen. Also das, was wir hier gerade gemacht haben, da empfehle ich euch immer eine Probeaufnahme zu machen. Und in der Probeaufnahme sagt er, wie ihr euch das eingestellt habt, weil sonst vergesst ihr das ganz schnell. So mache ich das immer. Wenn ich eine Probeaufnahme mache, sage ich immer, Stellrad, Stufe 1, leicht gehen zu 2, Noise Gate an, Rauschfilter an. Nee, Noise Gate ist ja hier aus. So. Und Mikrofon steht so und so. Dass ich das halt nicht vergesse. So. Denn so, gehen wir hier auf Sounds. Müssen wir kurz warten. Wenn wir auf Aufnahmegeräte gehen, ziemlich weit unten ist es. Hier unten ist es. Ihr seht, ich habe jetzt hier kaum Ausschlag. Wir haben auch hier einen Pegel. Dieser Pegel hat gar nichts mit dem Stellrad zu tun. Ich habe am Anfang gedacht, wenn ich das Stellrad bewege, geht der Pegel nach unten oder nach oben. Ist gar nicht so. Den könnt ihr ruhig auf 100% lassen. Komplett volle Pulle. Und dann macht er das hier am Links. Also hier, wenn ich hier dran stelle, wird nicht der Pegel. Habe ich alles schon getestet. So, aber davon mal abgesehen. So. Ihr geht halt wie gesagt, hier rauf. Doppelklick. Dann geht ihr auf Abhören. Ich habe jetzt hier schon mein Realtek drinne, weil ich hatte ja, wie gesagt, eben schon eine Probeaufnahme. Mache Haken rein. Übernehmen. Jetzt höre ich mich selber. Ihr hört mich jetzt doppelt. So. Jetzt habe ich einfach mal das Mikrofon im Aufnahmeprogramm gemutet. Ihr hört mich jetzt nur, weil der Ton praktisch, der Mikrofonton habe ich gesagt, ich möchte den auf Kopfhörer haben. Um zu hören, wie ich mich anhöre. Und dadurch, dass ich ihn hier habe, habe dann über ein Desktop-Audio. Wenn ich jetzt hier volle Pulle hochdrehe, da hört man schon. Ja? Und daran könnt ihr euch ein bisschen richten. So, und dann richten wir. Und das, also, ich habe mir meinen Pegel hier so eingerichtet. Das könnt ihr leider ja nicht so schön machen.
runter macht, so, und dann einpasst. So. Für mich hört sich das immer nur laut an. Für euch nicht. So. So ein Stück hoch. So. Ihr könnt mit dem Regler, ihr macht euch das hier einfach, den Regler hier unten auf eine schöne Position, und dann könnt ihr mit dem Regler ein bisschen anpassen. Müsst aber dann trotzdem Probeaufnahmen machen. Weil ihr hört ja nicht, wie weit das mit dem, wenn ihr den Regler da unten, den hier bewegt, wie sich deine Aufnahme anhört. Macht das einfach so, und dann könnt ihr euch das hier so anpassen, wo er sagt, oh, ja, das ist ein bisschen, ja, das muss nicht sein. So, und da gehen wir einfach mal so auf die Lautstärke vielleicht, so. So, ich bin jetzt bei etwa 9. Noch ein Stück runter, so, jetzt bin ich bei 9. So, ihr seht, ich habe einen mega Ausschlag. Ich kann auch hier hoch machen. So, ich lasse das aber mal so. Jetzt ist das Mikrofon kurzzeitig doppelt drin. So. Jetzt seht ihr hier, ich bin hier komplett Overburner, voll im Roten. Gehen wir runter. So, und machen das uns hier schön gemütlich, dass wir so ein bisschen im Gelben sind. Und da müsst ihr euch dann ein bisschen selber anpassen. So, und da müsst ihr dann halt immer wieder eine Probeaufnahme machen. Ich finde es so, test. So, so finde ich es eigentlich am schönsten, die Einstellung. Es ist nicht zu laut, es ist nicht zu leise, der Ton ist ausbalanciert. Ja, man könnte halt mit dem Rädchen hier noch ein bisschen höher machen, also könnt ihr euch ein bisschen anpassen. Natürlich ist jetzt hier keine Rauschunterdrückung mit bei, kein Noise Gate, kein gar nichts. Ist einfach nur ein Abhören, um so einen kleinen Richtwert zu haben, wie es sich anhört. Und da, wenn er das denn so habt, wo er sagt, ja, so die Grundeinstellungen. So, die Grundeinstellungen sind soweit okay, die gefallen mir. Dann geht es ans Feintuning, und dann könnt ihr halt mit dem Regler, macht da eine Probeaufnahme, und dann regelt er den Regler immer hin und her, wie es euch gerade gefällt. Macht vielleicht noch am Rad ein bisschen. Und wiederholt das, was ihr sagt in der Aufnahme. Also, was ihr eingestellt habt, in der Aufnahme sagen. Dass ihr später, wenn ihr denn die Aufnahmen, weil ich kenne das von mir, dann hat man irgendein geiles Ding, wo man sagt, oh, das hört sich geil an. Und hört sich dann ein paar Stunden später, nächsten Tag, nochmal die ganzen Aufnahmen an, wo man das Mikrofon getestet hat, und sagt, oh, na, irgendwie die dritte Version und die vierte Version von 10 fand ich doch ganz geil, da vielleicht den Mittelweg. Und dann hört man sich die dritte und vierte Aufnahme an, und dann sagt man ja, wie man das eingestellt hat, und versucht da einen Mittelweg zu finden. Oder man sagt gleich, nee, die fünfte Aufnahme war die beste, die anderen, was ist denn doch immer mehr basslastiger geworden, ist mir gestern gar nicht so aufgefallen. Und dann kam, weil man ja in der fünften Aufnahme gesagt hat, so, ich starte jetzt die Aufnahme, wir testen jetzt unser Mikrofon, ich habe das Rädchen habe ich auf 6, 7, naja. Nee, könnte doch jetzt ganz genau 9 sein. Jetzt ist es ganz genau 9. Ist genau so. Und dann sagt man halt auch, dass man halt unter Sounds den Pegel halt auf 100% hat. Abhören aus, ein Kanal. Ja. Und dann kann man hier vielleicht noch ein bisschen rumexperimentieren. So. Und sagt dann halt zum Beispiel noch zusätzlich hier Rauschfilter an, Noise Gate aus, Rauschfilter bei 30, minus 30. Und dann hört man sich das an und macht man die nächste Aufnahme und ändert da, oder was man macht in der Aufnahme, ja, macht man dann, jetzt ist Rauschunterdrückung minus 28, ist man kurz leise, hört man nichts. Kann man wieder sagen, ich mache jetzt auf 27, 26, und kann man dann halt so sich dann so zurechtfummeln, wie man das gerne haben wollen würde. Und dann hört man sich das dann später an und sagt, ach ja, 27, ja,
Nee, 26 ist zu wenig. Nee, 27. 27, Stellrad so, volle Pulle da. Super, so gefällt mir das. Und dann habt ihr auch eine schöne Qualität. Also, so mache ich das jedenfalls immer. Auch bei Videoaufnahmen, wenn ich meine Capture-Karte wieder neu einstellen muss, dann mache ich auch eine Videoaufnahme, sag jetzt so und so viel Mikrofon, so viel Capture-Karte, weil das ist bei der Avamedia mit dem Ton manchmal ein bisschen doof. So, ich habe jetzt einfach mal das Rode an und ich werde es jetzt mal im Wechsel, werde ich das mal, damit ihr so einen kleinen Überblick habt. Also wie gesagt, ich habe jetzt mit dem USB-Mikrofon, mit dem neuen noch nicht viel rumexperimentiert, nur so ein bisschen was gemacht. Das kann man natürlich alles noch verfeinern. So. Wie gesagt, ich habe jetzt das Rode an. Esel fressen, Nesseln nicht. Nesseln fressen, Esel nicht. Esel fressen, Nesseln nicht. Nesseln fressen Esel nicht. Da habt ihr ja den Ausschlag hier gesehen. Das ist jetzt das USB-Mikrofon. Wir können auch mal beide zusammen machen. Also, falls schon so. 1, 2, 3, 4, Eckstein. Alles muss versteckt sein. Ene, mene, mu. Und raus bist du. Ich könnte so ja noch ein bisschen runterregeln hier. So. 1, 2, 3, 4, Eckstein. Alles muss versteckt. 1, 2, 3, 4, Eckstein. Ene, mene, mu. Und raus bist du. Ene mene mu und raus bist du. Ene mene mu und raus bist du. 1, 2, 3, 4, Eckstein, alles muss versteckt sein. So, 1, 2, 3, 4, Eckstein, alles muss versteckt sein. Ja, so ist in etwa der gleiche Pegel, wie ihr seht. Und jetzt können wir das nochmal testen. Ene mene mu, raus bist du. 1, 2, 3, 4, Eckstein, alles muss versteckt sein. Ich gucke jetzt auch mal Richtung Monitor, wo ich ja denn eigentlich hingucke, wenn ich zocke. 1, 2, 3, 4, Eckstein, alles muss versteckt sein. Ene moine mu, raus bist du. Und jetzt machen wir halt zum Rode. Ene mene mu, raus bist du. 1, 2, 3, 4, Eckstein, alles muss versteckt sein. Was kann man da noch machen? 1, 2, 3, 4, 5. Barbara, Barbara, Michaela, Susanne, Susanne. Barbara, Barbara, Michaela, Susanne, Susanne. Das ist von Mario Barth. Ja, würde ich sagen, dann soll es soweit auch gewesen sein. Ich bin selber sehr gespannt, wie sich jetzt mit dem, wie ich es jetzt gerade eingestellt habe, später sich gleich anhören wird. Ich werde es mir selber anhören. Die Aufnahmen davor habe ich ja schon gesehen. Wie gesagt, ich kann es euch ja mal zeigen. Hier habe ich, das sind alles die Aufnahmen vom Mikrofon, von hier oben bis hier unten. Wegen der Ersteinrichtung, weil ich seit Streams OBS ein paar Mal neu starten musste. Und das ist die aktuelle Aufnahme. Und das sind halt MKV-Dateien. Also hier steht es ja auch, Matroschka-Videofile. Und das ist ein MP4-Video. Damit kann mein Camtasia was anfangen. Aber halt mit MKV nicht. Und deswegen musste ich das jetzt leider neu machen. So, nichtsdestotrotz, ich hoffe, hat euch gefallen. Wenn euch gefallen hat, Däumchen wären Träumchen. Wenn ihr Fragen habt, einfach in die Kommentare posten. Ich muss sagen, ich bin mit der Qualität und der Leistung für den Preis eigentlich mega zufrieden. Ist ein Mikrofon unter 50 Euro, soweit ich mich erinnern kann. Und die Qualität ist wirklich sehr gut. Was ich ein bisschen schade finde, ist halt nur, dass halt hier unten die Schraube halt nicht mit der Spinne passt. Das wäre vielleicht noch beim nächsten Modell wichtig, dass man das hier unten der Spinne anpasst. Ich weiß gar nicht, ob es hierfür eine Spinne gibt. Wir haben aber auch hier Einbuchtungen. Hier. An der Seite vom Mikrofon. Ich denke mal, da wird man dann auch so einen Mikrofonarm nehmen können, wo man so reinhakt und dann, vielleicht gibt es ja extra Teile, müsste ich mal fragen. Wir können ja auch nochmal zum Spaß einfach mal andersrum testen. Ich spreche jetzt in die Rückseite von dem Mikrofon. Also hier vorne ist ein Drähtchen. Hier ist die Rückseite. Und ja, ene mene mu, raus bist du. 1, 2, 3, 4, Eckstein, alles muss versteckt sein. Steht ja da, Rear und Front und so. Vielleicht hattet ihr ja im Endeffekt doch gar keinen großen Unterschied. Dann kann man sich das aussuchen. Oh, Entschuldigung. Aber nichtsdestotrotz bin ich jetzt wirklich weg. Ich hoffe, hat euch gefallen. Wie gesagt, Däumchen wären Träumchen. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, Ahoi, sagt euer Odin.